Stillstand auf der A1 bei Osnabrück. An der Anschlussstelle Bramsche in Richtung Münster hat heute Morgen ein Autofahrer offenbar ein Stauende übersehen. Und das endet für ihn tödlich. Als die ersten Rettungskräfte hier von Polizei und Rettungsdienst eintrafen, fanden sie hier den VW-Transporter völlig demoliert, unter dem LKW eingeklemmt vor. Der PKW oder der VW-Transporter ist halt vermutlich nach einem Überholmanöver hier auf den rechten Fahrstreifen wieder eingeschert und dann frontal unter den stehenden oder rollenden LKW, der sich an einem Stauende befand, heruntergefahren. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Er verstirbt noch am Unfallort. Der Fahrer des LKW wird bei dem Aufprall verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten und somit auch ein langer Stau dauern bis zum Mittag an. Aber auch auf der A28 bei Oldenburg gibt es in der Nacht eine Vollsperrung. Ein Kleinbus kollidiert auf spiegelglatter Fahrbahn mit einem LKW. Personen aus dem Transporter waren beide schon befreit. Der Fahrer von dem Sattelzug hat kaum Verletzungen. Beide Insassen wären schwer verletzt. Und trotzdem schafft es der Fahrer, nicht nur sich selbst aus dem Transporter zu befreien. Die Beifahrerin hat sehr viel Glück gehabt. Sie ist aus ihrem Fahrzeug rausgekommen. Ihr Partner hat sie aus dem Fahrzeug rausgeholt. Es ist kaum zu erklären, wie er das geschafft hat, weil das Armaturenbrett bis an die Beifahrersitzbank rangedrückt worden ist. Zumindest hier in Oldenburg Glück im Unglück. Die Unfalluntersuchungen in beiden Fällen dauern an.